Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. Lost in Translation. Die Debatte um Amanda Gorman und die Übersetzung ins Niederländische habe ich verfolgt. Ich kann mir nicht wirklich ein Bild davon machen, da ich keine Übersetzerin bin. Mit der Entscheidung, in Deutschland ein Team zu beauftragen, bin ich sehr zufrieden. Ich finde das eine sehr gute Lösung. Vielleicht sollten das immer Teamaufgaben sein. Lost in Translation, da mache ich mir eher Gedanken über Namen. Was passiert mit Namen, wenn diese übertragen werden? Oder eben auch nicht? Oder eingedeutscht? Mein eigener Nachname, Indisch Mukherjee, geht auf die ältere indische Form Mukhopadhyaya zurück, was so viel wie Lehrer oder Chef bedeutet, aber in der Bedeutung, dass jemand Verantwortung für diejenigen, die er lehrt oder von denen er der Chef ist, bedeutet. Mein Vater kam nach Deutschland, heiratete meine deutsche Mutter und Anfang der 70er Jahre nahm sie also diesen Namen an, musste sie ja, war ja der Familienname. Und natürlich wird der Name dann hier nicht übersetzt, aber Mukherjee war allen zu kompliziert. Also, was machte sie daraus? Mukherjee. Und erklärt hat sie den Namen immer wie Mukherjee, wie Achherjee. Ja, wie furchtbar ist das denn bitte? Möchte irgendjemand seinen Namen verwechselt haben mit Achherjee oder oh Gott oder Igit Igit? Das passiert, wenn Namen von woanders kommen, also woanders als man jeweils gerade ist. Auch Amerikaner anglisieren ja dann alle Namen oder in anderen Ländern kann man vielleicht auch nicht alles sofort aussprechen. Aber was ist denn da noch von der Bedeutung? Also Lehrer, Chef, jemand, der sich um seine Untergebenen kümmert, übergeblieben, wenn es hinterher bei Achherjee landet. Zumindest als Vergleich, wie man es denn aussprechen könnte. Also so mit Lost in Translation habe ich meine ganz eigenen Erfahrungen. Und ich hoffe, ganz jenseits von Übersetzungsstreits machen sich alle mal ein bisschen Gedanken, worum es eigentlich geht und wie man jeweils vielleicht angemessen mit anderen und auch dem Vokabular anderer und der Geschichte anderer umgehen kann. Das fände ich prima. Tschüss.